Hallo und herzlich willkommen zu Curando Feel Good, deiner Gesundheitsplattform. Ich bin Jana und wir machen heute zusammen ein kurzes und knackiges Po-Workout im Stehen. Das heißt, du brauchst keine Matte und kannst überall und jederzeit direkt mit mir mitmachen. Los geht's! Stell dich aufrecht hin, schieb deinen Kopf lang nach oben raus, nimm deine Schultern tief und ganz breit, nimm deine Rippen etwas nach innen, deinen Bauch flächig nach innen und dann stell dich hüftbreit auf, die Zehenspitzen etwas nach außen und wir machen 20 Kniebeugen zusammen. Schieb dafür deinen Po weit nach hinten, nimm die Arme nach vorne und richte dich wieder auf. Nimm dein ganzes Gewicht auch nach hinten auf die Fersen, schau, dass du deine Knie beim Beugen nicht über deine Fußspitzen hinausschiebst. Und komm schön tief, so tief du kannst, lass deine Wirbelsäule dabei ganz lang. Komm tief und richte dich auf. Komm wieder tief und richte dich auf. Schau, dass deine Schultern wegbleiben von den Ohren, dass deine Knie beim Beugen nicht aufeinander zugehen. Bleib schön in deiner Beinachse und halt noch kurz durch. Und wir machen die letzten 10. 9, 8, 7, komm schön tief, 6 mal noch, lass deine Wirbelsäule ganz lang, 5 und 4 und die allerletzten 3, 2, 1. Und geschafft. Locker dich kurz aus. Wenn deine Knie ganz gesund sind, dann mach jetzt mit mir 10 ganz tiefe Kniebeugen. Wenn deine Knie nicht ganz gesund sind, dann mach nochmal 10 Kniebeugen wie eben. Schieb deinen Kopf nach oben, die Schultern tief und ganz breit. Nimm die Rippen nach innen, den Bauch flächig nach innen. Und dann setz dich nochmal weit mit dem Po zurück und geh so tief wie du kannst und richte dich ganz wieder auf. Komm ganz tief. Und richte dich wieder auf. Schau, dass deine Knie nicht aufeinander zugehen. Halte deine Beinachse. Komm tief und richte dich wieder auf. Tief und komm hoch. Und die letzten 5. Richte dich wieder auf. Und 4 noch. Und richte dich auf. 3-mal noch. Und halt durch. 2-mal noch. Und das letzte Mal ganz tief kommen und richte dich wieder auf und dann locker deine Beine aus. Öffne für die nächste Übung deine Beine etwas weiter, schieb deinen Kopf nach oben, nimm die Schultern tief und breit, nimm die Rippen nach innen, den Bauch flächig nach innen, nimm deine Hände vor dem Herzen zusammen und setz dann dein rechtes Bein weit zurück, überkreuz die Beine dabei, komm zur Mitte und dein linkes Bein zurück überkreuzen und komm zur Mitte. Und wieder rechts zurück, komm zur Mitte, links zurück und komm zur Mitte. Halte deine Körpermitte, deine Spannung ganz gut. Das hilft dir bei dieser Übung, die Balance zu halten. Und komm zur Mitte, überkreuz nochmal hinten, zur Mitte, überkreuzen. Und locker dich kurz aus und stell dich dann für 10 gesprungene Kniebeugen hüftbreit auf. Schieb den Kopf nach oben, die Schultern tief und breit. Nimm die Rippen nach innen, den Bauch flächig nach innen. Und dann geh tief in die Knie und spring nach oben, beugen und spring nach oben. 3, 4 und 5. Lass deinen Rücken lang. 6 und 7. 8, gleich geschafft, 9, 10 und richte dich wieder auf. Atme einmal kurz durch für 10 weitere gesprungene Kniebeugen. Schieb den Kopf nach oben, die Schultern tief und breit. Nimm die Rippen nach innen, den Bauch flächig nach innen. Und dann setz dich ganz tief und spring hoch. Und spring hoch, jawohl. 3 und 4, 5. Und 6, lass die Wirbelsäule lang, 7, gleich geschafft, 8 und 9 und das letzte Mal und richte dich wieder auf und lass kurz locker, schüttel die Beine aus. Bleib für die nächste Übung hüftbreit stehen,
Schieb deinen Kopf lang nach oben, nimm die Schultern tief und weit. Nimm die Rippen nach innen, deinen Bauch flächig nach innen. Beug deine Knie ganz leicht und verlagere dein Gewicht nach links. Nimm deinen rechten Fuß weg und dann nimm deine Hände an deine Knie außen ran. Und von hier aus gehe jetzt tief, tippe am Boden auf und komm zurück zu deinen Knien. Schieb dein rechtes Bein nicht nach hinten weg, lass beide Knie schön auf einer Höhe. Komm nochmal tief und an die Knie zurück. Tief und hoch, gleich geschafft, tief und hoch, tief und hoch, einmal noch tief und hoch und dann locker die Beine aus und wechsel die Seite, schieb deinen Kopf nach oben, Schultern tief und breit, nimm die Rippen nach innen, deinen Bauch flächig nach innen, Knie leicht beugen, verlager dein Gewicht nach rechts, nimm deinen linken Fuß weg, die Hände gehen an die Knie. Und von hier aus, tipp jetzt nach unten auf, komm zu den Knien zurück. Tief und hoch, tief und hoch, tief und hoch. Und nochmal, komm tief und hoch, gleich geschafft. Und richte dich wieder auf, locker die Beine kurz aus. Und wir wechseln noch einmal die Seite. Schieb deinen Kopf nach oben, die Schultern nimm tief, ganz breit. Nimm deine Rippen nach innen, dein Bauch flächig nach innen. Beug die Knie ganz leicht. Verlager dein Gewicht nach links. Nimm deinen rechten Fuß weg. Nimm die Hände an deine Knie. Und dann komm hier wieder tief und hoch. Tief und hoch. Tief und hoch, lass beide Knie auf einer Höhe, komm tief und hoch und die letzten viermal noch und dreimal noch, zweimal noch und letztes Mal, richte dich auf, locker dich kurz aus und dann der letzte Seitenwechsel. Schieb deinen Kopf nochmal nach oben, nimm die Schultern tief und ganz breit, die Rippen nach innen, den Bauch flächig nach innen, beug die Knie leicht, verlager dein Gewicht nach rechts, nimm deinen linken Fuß weg, die Hände gehen an die Knie und von hier aus tippe tief nach unten, komm hoch, 2, 3, 4, 5, lass die Knie beieinander, 6 und 7, 8 und die letzten 2 und schon geschafft. Richte dich wieder auf und lass die Beine kurz locker. Für die nächste Übung bleib hüftbreit stehen, nimm deinen Kopf nochmal nach oben, die Schultern tief und breit, nimm die Rippen nach innen, deinen Bauch flächig nach innen und dann zieh dein rechtes Knie weit nach oben und stell deinen Fuß weit hinten ab, nimm die Arme nach vorne, zieh dein Knie wieder nach oben und rechts weit zurück, beug beide Knie, zieh dein Knie hoch und komm nach hinten und tief, nimm deine Arme als Gegengewicht etwas nach vorne. Du brauchst ja eine gute Balance, deswegen halte deine Bauchspannung ganz gut. Komm hinten nochmal ganz tief, zieh dein Knie vorne hoch, beug beide Knie hinten, zieh hoch, komm nochmal tief und hoch, beug tief, komm hoch und einmal noch tief beugen, zieh dein Knie hoch und locker dich kurz aus und wechsel dann die Seite. Schieb deinen Kopf nach oben, nimm die Schultern tief und breit, deine Rippen nach innen, dein Bauch flächig nach innen. Und dann zieh dein linkes Knie nach oben, setz es weit zurück, dein Bein und beuge. Zieh dein Knie hoch und beug beide Knie schön tief hinten. Nimm deine Arme wieder als Gegengewicht nach vorne, wenn du hinten beugst. Komm tief und zieh hoch, halt deine Bauchspannung, weil du hier eine gute Balance brauchst. Komm tief, lass deinen Atem schön fließen, Knie vorne hoch, komm tief. Vorne hoch, komm tief, komm zweimal noch tief hinten und hoch, letztes Mal
und locker dich wieder aus. Für die letzte Übung stell dich wieder hüftbreit auf und leg dann deine rechte Ferse über dein linkes Knie und setz dich mit langer Wirbelsäule weit zurück. Hierbei dehnst du jetzt die Po-Muskulatur auf der rechten Seite und links wird dein Standbein nochmal gekräftigt. Lass die Wirbelsäule lang, lass deinen Atem fließen, halt die Bauchspannung, damit du nicht umfällst. Und dann richte dich wieder auf und wechsel hier einmal noch die Seite. Leg deine linke Ferse über dein rechtes Knie und setz dich wieder mit langer Wirbelsäule weit zurück. Jetzt dehnst du deine Po-Muskulatur auf der linken Seite. Dein Standbein wird hier nochmal gekräftigt. Lass deinen Atem hier schön fließen. Halt die Bauchmuskeln nochmal für eine gute Balance. Und dann richte dich wieder auf. Dieses Workout hast du geschafft. Ich danke dir fürs Zuschauen und Mitmachen. Wenn du noch etwas Zeit und Kraft hast, empfehle ich dir direkt noch ein Workout für deinen Bauch oder eine Faszien-Yoga-Einheit zu machen. Die passenden Videos findest du wie immer auf Corando Feelgood. Bis gleich!